Ihr wollt wissen, wie es hier beim Öl weitergeht? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, wir wollten mal gucken, ob wir das da unten noch ein bisschen schneller kriegen. Andererseits hatte ich auch vor, mal so ein bisschen Material rüber zum Öl zu bringen, also irgendwo da hinten hin. Und zwar für die 3 Ölpumpen, die wir noch brauchen. Die könnte man eigentlich auch direkt aufstellen. Und schon mal ein bisschen Beton, damit wir genug Platten da haben. Oder Platten bauen können. Das sind so die beiden Pläne. Und ich würde sagen, direkt mal los, ne? Schauen wir erstmal, was wir machen können, damit der Spaß da unten ein bisschen flüssiger läuft, weil die Stangen sind doch recht langsam. So. Da kommt nämlich recht wenig hoch. Ah, genau, dafür brauchten wir noch das Zeug. Richtig, da war was. Aber das schaffen wir. Muss ich zwar nochmal da wieder hochklettern, aber auch das ist nicht so das Problem. Wir können ja jetzt fliegen. Aber ich laufe zu langsam. Da fehlt auch wieder Kunststoff. Da ist noch welcher drin. Wie viel ist denn hier noch drin? Na guck mal, da ist noch genug drin. Das klauen wir auch direkt. Und packen es hier rein. So. Dam, da, dam, da, da. Dann mal einen hier wieder mit rein. Und wie viel braucht ihr eigentlich pro? Dahin, den nochmal da rein, passt. Dann hier hin, wump, wump. Das ist alles recht langsam, muss ich sagen. Aber auch das ist alles kein Problem. Das schaffen wir doch. Zack, einmal den Kollegen. Und die dürfen ruhig so langsam sein. Aber hier zwischen muss man ein bisschen schneller werden. Na, was haben wir denn hier alles? So, bis hierhin. Okay, da oben komme ich nicht dran. Gucken wir erstmal, wo wir hier noch ein bisschen was machen können. Das sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Ich hoffe, das bleibt auch so. Dann haben wir das.
habe nicht mehr genug. Easy Snack. Schauen wir mal, wie viel wir so brauchen, ne? So, damit hätten wir das jetzt alles so schnell wie möglich gemacht. Gucken wir mal. Das ist die Frage. Ups, so war das nicht gedacht. Die laufen leer. Das ist schon mal eigentlich ganz gut. Aber sie laufen auch durch, ne? Ne, komm, hoch da. Der ist halt sofort draußen. Wenn das hinten auch noch so läuft. Ist alles richtig. Hier steht das Band. Das ist eigentlich auch ganz gut, wenn es sich so ein bisschen staut. Also, richtig gut ist es nicht. Okay, der läuft. Okay, die produzieren mehr, als sie bräuchten. Perfekt. Weil das vorne nicht schnell genug weggeht. Das heißt, ich müsste eigentlich mal hingehen. Habe ich sowas da? Ja, noch schneller wegfahren lassen. Ich habe hier jetzt Level 4. Machen wir nochmal so ein bisschen hier mehr rein. So ungefähr bis zur Mitte. Wo staut sich denn noch? Dann klettern wir mal da hoch. Gucken, ob wir da oben noch was machen können. Dam, 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 dam. Dahin. Und wie sieht's aus? Okay. Staust du dich oder? Okay, ihr lauft langsam voll, so wie hier vorne. Perfekt, das wollten wir. So, das heißt, der Spaß wird schon mal schneller produziert. Das ist doch ganz gut. Irgendwann höre ich auch auf, dass das Zeug da hinten zu schreddern, aber im Moment, ja, ist das halt so. So, hatten wir hier noch irgendwas? Nein. Da mussten wir gerade auch nichts machen. Wir könnten aber mal... Ach, den haben wir schon drin. Auch sehr gut. Könnten mal gucken, ob wir die 50 Computer schon da reinschmeißen können. Dann haben wir die zwar nicht mehr da in der Liste. Also rechts. Das ist schön. Ich wedel hier... Guck mal. Da sind direkt 50 Stück. Die schmeißen wir einmal da vorne rein. Dann haben wir das hinter uns. So, und ich organisiere mal eben hier ein bisschen um. Die Treibstoffgeneratoren. Wo haben wir sie? Strom. Die brauche ich jetzt noch nicht da drin in der Liste. Und die Raffinerien als erstes auch erstmal nicht. Raffinerien, ja. So, das müssen wir mitnehmen für die drei Ölpumpen. Aber... Das haben wir alles da. Das sollte nicht so ein Riesenproblem sein. Da nehmen wir uns einen vollen Stack mit. Motoren haben wir exakt passend. Das ist auch schön. Und Kabel. Gut, Kabel nehmen wir zwei Stacks. Passt. Und kommen die Kabel so langsam rein. Und
weil ich die so langsam produziere. Ich würde es erklären. Okay. Beton haben wir jede Menge, das Zeug haben wir jede Menge. Sortieren wir mal. Das ist doch eigentlich schon ganz nett. Wir könnten also auf jeden Fall die drei Raffinerien bauen. Und einen Container nehmen wir mal. Oder? Moment. Da. Der große Container. Da fehlen uns zwei von denen. Dann nehmen wir doch einfach einen Stack mit. Tauschen den gegen den hier aus. Fertig. So, das haben wir. Da nehmen wir auch einen vollen Stack mit. Tauschen den aus. So. Da stellen wir uns nämlich da unten schon mal einen Container hin. Machen schon mal die Ölpumpen überall hin. Strom müssen wir gucken. Ja, könnte knapp werden, aber schauen wir mal. Das sollten wir doch alles hinkriegen. Dann machen wir schön eine große Fläche. Ich wollte den Spaß auch heute mal ein bisschen kürzer halten. Und wir wissen ja, wie gut das bei mir klappt. Hey, heute mache ich mal eine kurze Folgestunde. So, Sprit steht hier auch genug rum. Oh, die Förderbänder könnte man auch bei Zeiten mal alle ein bisschen beschleunigen. Aber eigentlich will ich das erst machen, wenn wir Aluminium haben. Weil dann haben wir die, genau, die schnellste Variante. Dann brauche ich das nicht nochmal danach machen. Hui, Baum. Das ist eine Menge Sprit hier auf diesem Band. Auch wenn man ihn manchmal nicht sieht. So, am Öl sind wir schon mal angekommen. Dann machen wir doch als erstes mal hier neben diese Ölpumpe. Diesen Strauch weg. Ich habe versucht, den Satz noch irgendwie anders hinzukriegen, aber nö. Das war jetzt nicht so. Okay. Wie stellen wir die jetzt am besten auf? Komm. Nee, nicht drüber. So. Ein, zwei. Drei. Ja, der war super. Machen wir, versuchen wir nochmal, ne? So. Ein
Passt das, was ich hier mache? Also. Wenn ich unten was reinpacke. Wenn ich unten was reinpacke, würde das da hochgehen. Das ist schon mal gut. Jo. Dann sagen wir einmal von da nach da fertig. Heißt, ich kann dort. Ja, ist ja gut. Macht doch nicht so einen Krach. So. Das reinpacken, das reinpacken. Dann kommt das irgendwann in diesem Container an. Perfekt. Das wollte ich eigentlich. Ist vollkommener Quatsch, dass er hin und her läuft, aber ich kann es irgendwo reinschmeißen. Dann habe ich nachher alles in den Container drin und fertig. Und Platz habe ich auch noch. So. Als nächstes bauen wir uns hier eine Raffinerie hin. Nein, eine Ölpumpe hin. Und zwar, jetzt müssen wir einmal gucken. Von der Ausrichtung her. Ist das eigentlich ganz gut, aber man muss sie sofort da vorne rum. Wenn ich darum gehe, ist aber so lang mit dem... Machen wir hier hin. Oh, ich habe eine Idee. Ich habe euch ja immer vorenthalten, wie der Wasserturm gebaut wurde. Um da so ein bisschen mehr Druck auf die Leitung zu kriegen, beziehungsweise kein Problem mehr zu haben mit rauf, runter und hast du nicht gesehen. Ich würde vorschlagen, das mache ich hier an den Ölquellen auch überall. Immer vorher einen schönen hohen Turm. So, wie ist die Ausrichtung? Die ist doch eigentlich ganz nice, oder? Ja. Also dahin und dann einmal darüber. Weil da drüben auf der anderen Seite haben wir auch noch was. Da ist auch Öl. Und das packen wir uns jetzt nicht Richtung Osten, sondern wieder Richtung... Was ist denn das da? Norden. Ja, Kompass lesen ist super, ne? Wenn man es kann. So. So, jetzt muss, die werde ich wahrscheinlich nochmal abreißen irgendwann, wenn ich hier drunter Fundamente lege. Obwohl, geht das eigentlich? Bei Öl weiß ich nicht, bei allen anderen weiß ich es. Und bei diesen neuen Resource Wells, da weiß ich es auch nicht. Ja, ohne Beton wird das nichts mit dem Strom. Macht ja nichts. Ich habe ja Beton da vorne in einem Container drin. Mein Anschließen bräuchte ich eh noch nicht, aber ich habe sie hier stehen. Das ist doch ganz gut. Wie sieht denn das aus hier? Bist du noch fleißig am Verteilen? Jo, bist du. Da geht noch fleißig hoch. Kann man sich so ein Stack mal rausnehmen. So. Ein Strommast hier hin. Die werden nochmal schön gemacht, wenn wir hier eine große Platte bauen und alles schön machen. Noch mal gucken, da müsste irgendwo noch eins von den großen bösen Viechern sein. Leitung zu lang, Boden zu steil. Ja, easy. Machen wir so. Ich meine, hier hinter dem Berg ist noch ein... Gucken wir doch mal eben, ob wir den noch kriegen. Das war keine gute Idee. Oh, vor dem habe ich mich jetzt aber wirklich erschrocken. Und den sehe ich vor allem nicht mehr. Da, komm her. Uiuiuiui.
Einmal Herz, Kaspar. Also, da ihr das nicht sehen konntet, weil ich hier ja keine Kamera anhabe. Ich bin gut zusammengezuckt, weil der kam doch unerwartet. Und rüber zum... Okay, dich haben wir. Einer fehlt noch. Ich höre dich. So, wo hast du mir deinen Panzer hingelegt? Den hätte ich gerne noch. Hallo? Oder habe ich den gekriegt? Ah, nein. Hast du den Busch versteckt? Mann. Komm, dann nehmen wir noch die Schnecke mit. Hat sich der Aufwand sogar noch gelohnt? Da haben wir jetzt die Ölquellen. Packen wir da drüben nochmal Strom dran. Oh, Sam Erz. So, den Kollegen hier hin. Ne, kriegen wir es hier drauf noch? Oder? Oh, das könnte klappen, das könnte klappen, das könnte klappen. Perfekt. Ja, dann haben wir die erste Tour hierhin doch schon mal hinter uns gebracht. Und wenigstens das schon mal angefangen, dass wir alles Öl hier haben. Dann haben wir noch ein bisschen was mehr vor uns. Ich würde sagen, ich packe mich jetzt hier wieder in die Röhre. Flieg zu unserem Lager zurück. Was ganz schön lange dauert mit dieser Hypertube. Aber gut, das müsst ihr euch jetzt nicht angucken. Also... ich sag mal, das war es für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Käffchen könnt ihr jetzt nicht so sehen, aber habe ich. Tschüss.